Ich würde gerne den nächsten Referenten nach vorne bitten, Albrecht Kretschmer, leitender Arzt im Zentrum für Integrative Onkologie. Seit Mitte diesen Jahres bei uns im Team aus Leipzig kommend. Und ja, Albrecht, du wirst jetzt berichten aus den Neuerungen im Bereich der internistischen Onkologie in der Betreuung von Brustkrebspatienten. Vielen Dank. Danke für die Einführung, Boris, und danke für die Einladung. Ich bin, wie gesagt, seit einigen Monaten hier, fühle mich sehr wohl in der Schweiz und im ZIO. Ich bin Onkologe und seit ungefähr 30 Jahren auch beim Thema Brustkrebs unterwegs, weil ich 92 von Heidelberg nach Ost-Berlin in die Robert-Rösler-Klinik gewechselt bin. Und das ist eine der wenigen Kliniken, wo eben Brustkrebs traditionell auch von Chirurgen und Onkologen behandelt wurde und nicht sozusagen schon damals in Gynäkologenhand war. Deshalb haben wir als internistische Onkologen auch viel damit zu tun gehabt. Gut, zur systemischen Therapie. Da geht es einerseits, wenn man adjuvante Therapien betrachtet, darum, die Heilungschancen zu verbessern. Ein wichtiger Punkt ist, Lebensqualität vielleicht zu verbessern oder zumindest zu erhalten, da will ich drauf eingehen. Und bei der palliativen Therapie eben Erhaltung der Lebensqualität und Überleben verlängern. Das heißt, ein wichtiger Punkt ist, muss man sich immer wieder klar machen, dass man sich über das Ziel der Behandlung verständigt und das auch mit der Patientin bespricht. Und die Einteilung beim Brustkrebs ist etwas kompliziert, deshalb habe ich so ein bisschen das auch die Medikamententypen unterschieden, die es gibt bei dieser komplexen Erkrankung. Die verschiedenen Therapieziele, die adjuvante Therapie ist, da muss man sich Zeit nehmen und in meiner Zeit über die Jahre habe ich eben häufig Patientinnen erlebt, verzweifelten Meinung in Deutschland, ja, wo leider weniger Zeit investiert wird, die berichteten, dass die Aufklärung über adjuvante Chemotherapie, dass die gefühlt wenige Minuten dauerte, ja, also so im Sinne von, es ist alles raus, gratuliere, erneuere Sektion, wir machen dann noch diese Sicherungschemotherapie, hier ist schon mal das Perückenrezept und am Montag kriegen Sie einen Port, das ist was bei der Patientin angekommen ist und das finde ich nicht gut. Adjuvante Therapie muss man sich einfach und auch der Patientin erklären in ihrer Sprache, dass ein statistisches Risiko behandelt wird, dass nichts mehr da ist und wir ja individuell bei ihr auch nicht sehen können, ob wir überhaupt nutzen. Es gibt dann über unsere ganzen tollen Maßnahmen, die wir da alle machen können, letztlich eine relative Risikoreduktion. Und am Ende, was aber für die Patientin ein bisschen zielt und für eine Entscheidung, ist die absolute Risikoreduktion. Das heißt, wenn das Risiko für einen Rückfall an sich schon ziemlich klein ist, ist auch eine vielleicht hochsignifikante und tolle relative Risikoreduktion absolut gesehen unter Umständen klein und der Kehrwert von der absoluten Risikoreduktion ist die berühmte Number Need to Treat. Das heißt, wie oft muss ich das machen, um einen Rückfall zu verhindern oder ein Leben zu retten? Also theoretisch ist es so, am Anfang gab es die Operation, so wäre jetzt der Verlauf ohne weitere Maßnahmen und nach der Operation macht man am Anfang irgendwas und dann gibt es eine neue Kurve. Bei der adjuvanten Therapie nochmal statistisches Risiko, muss man natürlich warten und zählen und gucken, was passiert, viele, viele Jahre. Und dann sieht es unter Umständen eben, wenn man eine tolle Maßnahme hat, so aus. Sprich, es kriegt nur noch die Hälfte oder ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr einen Rückfall. Das wäre natürlich eine Traumkonstellation. Und tatsächlich mit einigen adjuvanten Maßnahmen kann man auch eine relative Risikoreduktion erreichen, die ganz gut ist. Aber das ist sozusagen die positive Botschaft, dass die Prognose bei Mammakarzinom nun ja recht gut ist und letztlich besser als häufig gefühlt wird. Ja, sobald irgendwelche negativen Feature aufpoppen, wird kommuniziert, dass eigentlich die Frau so gut wie tot ist, wenn man jetzt keine intensive adjuvante Therapie macht. Erfreulicherweise ist das eben gar nicht der Fall. Und relativ realistisches Szenario ist eben eher so, dass das hier oben spielt, wir dann irgendwas machen und die neue Kurve so aussieht. Das ist dann unter Umständen eine Hazard Ratio von 0,7 mit einem P-Wert mit ganz vielen tollen Nullen. Aber unterm Strich bedeutet das eine absolute Risikoreduktion von 2%, sprich eine Number Needed to Treat von 50. Das heißt, ich muss 50 Mal das machen, um einen Rückfall zu verhindern oder wenn wir einen harten Endpunkt haben, überleben, das Überleben. Also die Heilungschance zu verbessern.
Das alles soll jetzt nicht negativ sein, man soll das nicht machen, sondern es muss ein Teil unserer Entscheidung sein. Wir müssen das mit der betroffenen Patientin besprechen. Bei der neoadjuvanten Therapie geht es ja auch darum, dass wir die Heilungschance verbessern, vielleicht auch die Chance für eine brusterhaltende Operation verbessern. Am Ende geht es auch um Risikoreduktion, relative absolute Risikoreduktion. Ganz fancy ist, dass wir eben hier einen anderen Endpunkt haben, nämlich dass die Chemotherapie, Hormontherapie, Antikörpertherapie ja vor der Operation läuft und zum Zeitpunkt der Operation dann schon etwas messbar ist, nämlich ob eine pathologisch komplette Remission eingetreten ist. Und dass diese pathologisch komplette Remission oder PCA-Rate muss man auch ein bisschen aufpassen, weil die sehr wie ein goldenes Kalb jahrelang gefeiert wurde, dass die Erhöhung der PCA sozusagen die Lösung ist, aber nicht für alle Histologien und alle Therapien stimmt das, dass eine erhöhte PCA auch das Überleben verbessert. Palliative Therapie sieht es anders aus. Da ist natürlich in jedem Falle der Effekt im Prinzip messbar. Vielleicht hat die Patientin Symptome, vielleicht können wir CTs machen und Metastasen messen oder wir haben einen Tumormarker. Und da ist häufig die Strategie, dass die Behandlung mit der systemischen Therapie fortgeführt wird, bis sie nicht mehr hilft. Manchmal entscheidet man sich auch, obwohl noch kein Progress Einzug getreten ist, sie zu beenden. Palliativ sieht es dann so aus, das wäre sozusagen die keine Therapie oder die schlechtere Therapie und die andere Therapie führt dann zu einer besseren Kurve. Typischerweise bei palliativen Therapien ist es so, dass einige Patienten sich irgendwie ganz lange durchmogeln und in vielen Jahren trotzdem noch am Leben sind, aber tollere Therapie, weniger tolle Therapie oder keine Therapie und Therapie, am Ende trifft es sich irgendwo wieder und man hat diese typische Bananenform. Da ist dann ganz wichtig, immer was viel strapaziert wird, der Median, also dann wann die 50. sozusagen, 50. von 100 Patientinnen an der Erkrankung gestorben wäre. Was haben wir jetzt an Therapiemodalitäten? Beim Brustkrebs gibt es eben diese verschiedenen histologischen Typen. Hormonrezeptor positiv, Östrogen, Progesteronrezeptor, dazu gehört auch PIK3CA oder PIK3-Kinase. Das hat eigentlich nichts mit Hormonrezeptoren zu tun, wird aber nur bei hormonrezeptorpositiven Brustkrebs die Medikamente eingesetzt. Dann natürlich altbekannt HER2-positiver Brustkrebs, ungefähr ein Viertel der Patientinnen. Oder es sind keine von diesen Faktoren da, dann nennt man das Triple-Negativ, also weder Hormonrezeptor noch HER2-Rezeptoren. Und besonders bei den Triple-Negativen, im Prinzip aber bei allen relevant, außer bei den HER2-Positiven, ist eine Keimbahnmutation im BRCA, weil es auch da Medikamente gibt, die interessant sind. Jetzt zu den einzelnen Entitäten. Beim HER2-positiven Mammakarzinom gibt es zwei monoklonale Antikörper, Trastuzumab und Pertuzumab, die beide auch zugelassen sind für die palliative Therapie, für die neoadjuvante Therapie und für die adjuvante Therapie. Es gibt eine neue Medikamentenklasse, das nennt man Antikörper-Drug-Conjugate. Das heißt, man hat einen Antikörper, an den ein Zytostatikum angebastelt wurde. Das zeige ich gleich noch, was das bedeutet. Und da gibt es zwei. Das eine Trastuzumab-Emtansin, das ist ein Mitosehemmer, ein Schwindelgift, Handelsname Kadcyla, seit gut 10 Jahren am Markt. Ein neueres Präparat, auch wieder mit Trastuzumab, aber einem anderen Gift, Deruxtecan oder SN38, Handelsname Enhertu, ist erst relativ kurz zugelassen. Und dann gibt es beim HER2-positiven Brustkrebs auch noch Tyrosinkinasehemmer, kleine Moleküle, orale Tablette. Eins davon ist Tucatinib. Kurz zur Historie. Trastuzumab gibt es ja schon seit 20 Jahren. Vor ungefähr gut 10 Jahren wurde Pertuzumab, ein zweiter HER2-Antikörper, eingeführt. An sich hatte Roche den so oder Genentech so entwickelt, so nach dem Motto, wenn das Patent abgelaufen ist, und vielleicht kann man es ja nach Trastuzumab machen, aber interessanterweise hat man dann rausgekriegt, dass es schlau ist, die beiden Antikörper gleichzeitig zu geben, obwohl es zwei HER2-Antikörper sind. Die letzte Schlüsselstudie, die in der palliativen Situation damals zur Zulassung führte und auch wirklich ein großer Fortschritt ist, da bekam die Patientin eine taxanhaltige, also eine Chemotherapie mit Docetaxel über einige Zyklen, also geplant maximal 18 Wochen, manche haben auch ein bisschen kürzer bekommen, plus diese beiden Antikörper. Und dann wurden die, fast alle haben eine Remission erreicht, dann wurden die Antikörper weitergemacht bis zum Versagen.
Minorelgin kann man theoretisch auch machen, ist aber mit Pertuzumab und Trastuzumab nicht getestet und auch nicht zugelassen. In der Schweiz wahrscheinlich trotzdem möglich und steht auch in gewissen Guidelines, aber ist eigentlich eine tolle Option, weil Minorelgin viel weniger Nebenwirkungen hat. Tatsächlich Studie mit Docetaxel, das ist diese berühmte Studie, die hier ein Update von dieser Studie, wie man hier sieht, 120 Monate, das heißt, diese Patientin ist seit 10 Jahren sozusagen in Beobachtung. Diese Hütchen hier oder diese Stangen sind ja immer, das sind Patientinnen, die sozusagen zu diesem Zeitpunkt noch leben. Und also diese Patientin wurde vor 3 Jahren sozusagen randomisiert und ist an dieser Stelle noch am Leben. Und diese Patientin wurde vor 10 Jahren randomisiert. Und das ist die Behandlung mit Chemotherapie plus Trastuzumab. Das sind die plus beide Antikörper. Und wie man sieht, ist das eben ein langanhaltender Effekt, wenn man diese beiden Antikörper gibt. Deshalb zu Recht palliativ zugelassen. Und gleiche Effekte gelten auch für die neoadjuvante Therapie. Auch hier ein zusätzlicher Effekt, wenn man beide Antikörper gibt. Und auch für die adjuvante Therapie postoperativ. Wobei das dann auch wieder auf sehr, sehr hohem Niveau spielt. Die Antikörper haben nahezu keine subjektiven Nebenwirkungen, es ist halt eine Menge Geld, die da sozusagen investiert wird. Also wenn man die Swiss Friends Needed to Spend ausrechnet, um ein Ereignis zu verhindern, dann sind bei der adjuvanten Therapie die Summen schon sehr, sehr groß. Jetzt zu diesem etwas moderneren Konzept, das ist das Antikörper-Drug-Conjugate. Das heißt, wir haben jetzt unser ganz banales Trastuzumab. Das Trastuzumab ist ja ein Antikörper, wo man nicht genau weiß, was macht der eigentlich. Der geht an diesen HER2, an diesen Rezeptor in der Zelloberfläche, aber eigentlich killt er nicht die Zelle, sondern ja, zusammen mit Chemotherapie führt es dazu, dass die Krankheit lange nicht wächst. Und die Antikörper alleine machen relativ wenig. Man gibt es ja typischerweise mit Chemotherapie und dann als Erhaltungstherapie. Theoretisch kann man es auch mit Hormontherapie machen. Jetzt bei diesem Antikörper-Drug-Conjugate haben wir hier unser Trastuzumab. Und bei dem älteren Produkt Trastuzumab M-Tansine sind hier an den Antikörper 4 M-Tansine-Moleküle dran gebastelt mit so einem Linker, der richtig fest den dort festhält. Und das wird dann IV gegeben. Und solange das im Blut rumschwimmt, ist das überhaupt nicht wichtig. Das M-Tansine ist ein super toxisches Zytostatikum, was sobald es abgemacht wird von dem Antikörper, Zellen vergiften würde und verheerende Wirkung hat. Als Zytostatikum alleine pur ist das weder zugelassen noch vertretbar, weil das super giftig ist. Aber das Coole ist, der Antikörper dockt dann an HER2 an. Dann wird dies internalisiert, das wird in die Zelle reingenommen und glückesgeschickt gibt es HER2 halt nur auf Brustkrebszellen oder Magenkrebszellen oder anderen Krebsen, die HER2 haben. Und innen wird es dann abgeschnitten, dann wird das Zytostatikum freigesetzt und killt die Zelle. So die Theorie und letztlich auch die Praxis. Das neue Produkt, Trastuzumab Deruxtecan, da ist sozusagen ein Camptothecin, also ein etwas anderes Zytostatikum dran gebastelt. Das ist auch etwas mehr, also hier sind 8 solche Moleküle Zytostatikum an einem Antikörper, hier nur 3,5. Außerdem soll es angeblich auch besonders doll im Tumor abgemacht werden. Ja? Unterm Strich alles Theorie, alles Zellkultur und so weiter. Am Ende des Tages macht man eine klinische Studie, das wurde zunächst getestet bei Patientinnen, die Kadcyla, also das wir schon hatten und alles Mögliche schon hatten und X-Bor-Therapien. Und irgendwann, da das recht gut funktioniert, und zwar nicht nur bei Mammakarzinom, sondern auch gigantische Daten bei Magenkarzinom, Lungenkarzinom, selbst Kolonkarzinom, HER2-positiv, hat man dann natürlich eine Head-to-Head-Studie gemacht und hat als Zweitlinientherapie, das heißt, es waren alle Patientinnen mit metastasiertem Mammakarzinom, die eine Erstlinientherapie mit mindestens Trastuzumab, ganz viele Trastuzumab plus Pertuzumab schon hatten und wurden dann ausgelost als Zweitlinientherapie in Trastuzumab M-Tansin oder Trastuzumab Deruxtecan, das neuere. Und das hier ist der primäre Endpunkt, krankheitsfreies Überleben. Und wie man sieht, ist das schon sehr, sehr eindrucksvoll verbessert. Also die Patientinnen, die dieses modernere Medikament gekriegt haben, wie man hier sieht, nach 2 Jahren, ja, die Kurven werden dann in beiden
Modellen relativ flach. Das heißt, wenn die erst mal 2 Jahre an Bord sind, gibt es wirklich viele, die auch noch länger stabil bleiben. Eine sehr spektakuläre Verbesserung des krankheitsfreien Überlebens. Auch die Ansprechrate war höher, die Toxizität ist auch ein bisschen höher, ist aber letztlich handelbar. Am Anfang hatte man große Sorgen wegen Lungentox und so weiter, aber jetzt in dieser Phase 3-Studie, die unlängst im New England Journal veröffentlicht wurde, war es mit der Toxizität. Also es gab keine Todesfälle, nur ganz wenig Grad 4 Toxizität. Und es gibt sogar auch schon einen signifikanten Vorteil im Gesamtüberleben. HER2-positive Patientinnen haben ja eine relativ gute Prognose. Wir haben das eben gesehen, die Erstlinientherapie mit den beiden Antikörpern, wie viele Patientinnen sich über 5, 6, 7 Jahre zum Glück mit ihrer Krankheit noch an Bord sind. Und hier sieht man jetzt Zweitlinientherapie, auch hier erfreulicherweise ein relativ gutes Überleben, nach 2 Jahren eben ganz weit hier oben. Das wird man nachher sehen, das ist bei anderen histologischen Features anders. Und die Hazard Ratio von 0,56 und statistisch signifikant heißt, es gibt eben auch einen Überlebensvorteil. Dieses Präparat ist zugelassen, aber ist noch nicht zugelassen für die Zweitlinientherapie. Wenn wir das jetzt einsetzen wollten, müssten wir eine Kostengutsprache machen und halt den Vertrauensarzt mit den Daten füttern und sagen, es ist ein Überlebensvorteil und wir halten es für richtig, das zu machen. Dann gibt es noch beim HER2-positiven Mammakarzinom Tyrosinkinase-Hämmer. Da gab es ein Präparat, Lapatinib, Handelsnamen-Tiverb, was immer so ein bisschen ein Schattendasein führte, weil es nicht so der ganz effektive Medikament war und relativ nebenwirkungsfähig. Da gibt es jetzt was Neues, das heißt Tucatinib. Ich habe jetzt mal so gedanklich gesagt Lapatinib 2.0, weil es auch ein Tyrosinkinase-Hämmer ist, auch HER2 direkt, also gerichtet, und das wurde getestet als mindestens Drittlinientherapie, teilweise auch Vier- und Fünftlinientherapie. Alle Patientinnen hatten schon mehrere HER2-Agents vorher gehabt, also auch diese Antikörper-Drug-Conjugate, Kadcyla, und die wurden in dieser Studie ausgelost in Capecitabin plus Trastuzumab, also sie haben nochmal eine HER2-gerichtete Therapie gehabt mit einer sehr milden Chemotherapie in Tablettenform, Capecitabin plus Trastuzumab oder Capecitabin plus Trastuzumab plus Tucatinib zusätzlich. Und auch das sind jetzt Überlebensgruppen als Drittlinientherapie. Also jetzt sehen wir, die dritte Linie ist natürlich auch beim HER2-positiven Mammakarzinom, dann irgendwann die Prognose nicht mehr so brillant. Aber hier nach 2 Jahren sind halt 45% statt 27 noch am Leben. Also auch wieder Überlebensvorteil. Und das Tolle an dem Zeug ist, dass das extrem gut hirngängig ist. Also bei Patientinnen mit Hirnmetastasen ist dieser sozusagen Effekt noch größer. Also Baseline Brain Metastasis ist die Hazard Ratio hier besser als bei denen, die keine Hirnmetastasen hatten. Ja, also besonders für Hirnmetastasen ganz geniales Medikament. Gut, dann würde ich HER2 an sich verlassen und sozusagen als kleinen Einwurf eine Konstellation zur Hormontherapie. Ja, es gibt ja Triple negativ, da komme ich noch drauf, dann gibt es aber auch Triple positiv, das heißt Patientinnen, die haben einen Tumor, der ist HER2 positiv und Hormonrezeptor positiv. Und die werden natürlich dann auch in der adjuvanten Situation mit allem geglückt, was die Schränke hergeben. Und wir haben jetzt hier eine Patientin, 45 Jahre, die hat einen klinisch nodal positiven Tumor, ist HER2 positiv. Und hat eine tolle neoadjuvante Chemotherapie mit Docetaxel, Trastuzumab und Pertuzumab erhalten. Und wird dann operiert und hat als Ergebnis eine pathologisch komplette Remission. Pathologisch komplette Remission, habe ich eben gesagt, ist eben dieser neckische Faktor, den wir messen können, wenn eine neoadjuvante Therapie gelaufen ist. Bei hormonrezeptor-positiven Patientinnen ist das nicht so häufig. Also hormonrezeptor-negative HER2-positive Patientinnen erreichen häufig eine komplette Remission. Das heißt, 2/3, manchen Studien mehr als 2/3, haben eine pathologisch komplette Remission, aber nicht, wenn sie hormonrezeptor-positiv sind, das ist etwas niedriger. Die Frau hat es aber doch geschafft und hat jetzt YPT0, YPN0. Frage, welche adjuvante Hormontherapie? Und da muss man sagen, ist ganz häufig
Im Tumorboard steht dann natürlich drin, weil war ja initial lokal fortgeschritten mit positiven Lymphknoten, natürlich das Tollste, was der Schrank hier gibt, sprich Aromatasehemmer. Und um die Frage zu beantworten, wie hoch ist das krankheitsfreie Überleben nach 5 Jahren, Tamoxifen versus Aromatasehemmer? Das Schöne ist bei Mammakarzinom, dadurch, dass weltweit Hunderttausende, inzwischen wahrscheinlich weltweit 1 Million Frauen im Rahmen von klinischen Studien behandelt wurden, sind wirklich unglaubliche Mengen, dass ganz viele Sachen wirklich geklärt sind. Jetzt zur Hormontherapie, was gibt unsere Werkzeugkiste da hier? Hormonrezeptor positiv haben wir einerseits Antiöstrogene, Tamoxifen oder Fulvestrant, die ändern im Prinzip am Östrogenspiegel nichts, was einen großen Einfluss auf die Nebenwirkung hat. Tamoxifen wirkt ja sogar Östrogen, was Osteoporose betrifft. Das heißt, für den Endpunkt Osteoporose ist Tamoxifen besser als nichts. Aber tausende Frauen in klinischen Studien, Placebo, mehr Osteoporose als Tamoxifen. Aromatasehemmer hingegen werden entweder postmenopausal eingesetzt, weil sie nur die Östrogenbildung hemmen können außerhalb des Ovars. Oder bei prämenopausalen Patientinnen kann man sie auch einsetzen. Da muss aber zusätzlich ein GnRH-Analogon gegeben werden, sprich eine chemische Kastration, bis die Eierstöcke abgestellt werden. Die senken den Östrogenspiegel massiv. Ja? Also zunächst machen wir die prämenopausale Frau postmenopausal, was ja auch schon eine Senkung des Östrogenspiegels ist und Aufhebung des Zyklus. Plus dann nochmal eine massive Senkung durch den Aromatasehemmer, was dazu führt, dass natürlich ein ganz anderes Nebenwirkungsspektrum da ist. Hormonrezeptor positiv, noch 2 Dinge. Einerseits CDK4-6-Hemmer ist keine Hormontherapie, ist aber nur in der Kohorte getestet bei Hormonrezeptor-positiven und HER2-negativen Patientinnen. Und dann noch dieses Pyxikinase ist auch nur bei diesen Patientinnen getestet. Und kann nur gegeben werden, wenn diese Mutation vorliegt, was aber bei diesen Patientinnen bei ungefähr 1/3 bis 40% der Fall ist. Aromatasehemmer gegen Tamoxifen. Die Aromatasehemmer sind jetzt so seit 20 Jahren ungefähr im Geschäft. Und in der palliativen Situation, palliative Erstlinientherapie, sind Aromatasehemmer wirksamer als Tamoxifen und haben andere Nebenwirkungen. Ja, als die neu waren und die Companies mit ihren Patenten hinterher waren und sich gebettelt haben, weil 3 Companies, 3 Medikamente, wurde natürlich sehr viel Wert darauf gelegt, dass die anders als das böse Tamoxifen keine Thrombosen machen und kein Endometrium-Hyperplasie oder gar Karzinom. Aber sie haben halt, wie jeder weiß, der mit einer Frau mit Aromatasehemmern schon mal gesprochen hat, natürlich erheblich mehr subjektive Nebenwirkungen. In der Adjuvantentherapie ist es auch so, da wurde die erste Studie etwa vor 15 Jahren veröffentlicht. Auch Adjuvant ist ein Aromatasehemmer wirksamer als Tamoxifen und auch da haben wir natürlich andere Nebenwirkungen. Inzwischen gibt es eine Meta-Analyse aus all diesen Studien. Es gibt ja verschiedene Konzepte, wie man Aromatasehemmer Adjuvant einsetzen kann. Die erste Studie, das war die berühmte ATTACK-Studie, 9000 Frauen, 3000 Anastrozol, 3000 Tamoxifen, 3000 beide. Danach gab es viele andere Studien mit Letrozol, mit Exemestan und dann Studien 2 Jahre Tamoxifen, dann wechseln und. Inzwischen tolle Meta-Analyse. Für die Radikalvariante 5 Jahre Tamoxifen oder 5 Jahre Aromatasehemmer ist die Hazard Ratio bezüglich des Überlebens nach 10 Jahren 0,9. Das ist hochsignifikant. P-Wert hat 0 ohne Ende, weil zigtausend Patientinnen, aber das Risiko zu sterben sinkt um 10%. Aromatasehemmer versus Tamoxifen. Falls das Risiko zu sterben jetzt bei einer Patientin 20% wäre und wir sagen, die kriegt die bessere Hormontherapie, sprich eine Aromatasehemmer, dann würde sich eine Number Needed to Treat von 50 ergeben, weil 10% oder 10% von 20% sind halt dummerweise nur noch 2%. Und das ist ein Szenario mit einem Risiko von 20%, dass der Krebs wiederkommt und metastasiert und sie eines Tages dann stirbt. Wie groß ist das Risiko? Da gibt es ganz neckische Tools. Früher gab es das berühmte Adjuvant Online, was jetzt nicht mehr, was nicht mehr gibt, also was nicht mehr online ist.
Aber es gibt ein ganz neckisches anderes Tool aus England, wo man sozusagen seine Daten einfüttern kann oder die Daten der Patientin. Und richtig gut validiert ist es eigentlich nur für Patienten, die primär operiert wurden, weil davon gibt es einfach viel, viel mehr. Und zur neoadjuvanten Therapie muss man sich dann ein bisschen helfen, aber wir haben jetzt, sagen wir mal, ein Beispiel, eine Patientin, die hat jetzt ein PT1-Tumor, also die ist primär operiert und hat PT1, sagen wir mal, einen befallenen Lymphknoten, Hormonrezeptor positiv, HER2 positiv, G2 und kriegt eine tolle Chemotherapie plus Trastuzumab und Pertuzumab, das Beste, was es gibt, und adjuvante Hormontherapie. Zurück zu, oder jetzt, wie wäre jetzt die Effekte dieser adjuvanten Maßnahme bei dieser Patientin? Bei dieser Patientin, wenn die klar rezeptorpositiv ist, HER2 positiv, ist interessanterweise der Effekt der Hormontherapie größer als von der Chemotherapie und den HER2-Antikörpern. Da kann man verschiedene Sachen, man kann sich einfach Zahlen ausdrucken lassen, man kann aber auch anklicken, man möchte dieses hübsche Bild, da ist sozusagen 100 blaue Punkte sind 100 Frauen mit diesem Feature und 94 würden auch einfach mit, machen Sie es gut, nach 5 Jahren noch am Leben sein. Ja? Eine würde aus anderem Grund gestorben sein und zwei haben sozusagen zusätzlich überlebt, weil sie Hormontherapie gekriegt haben, eine wegen Chemo und eine wegen HER2-Antikörper. Und wenn man jetzt das anwendet und sagt, okay, Hormontherapie, jetzt mache ich eine tollere Hormontherapie, die Aromatase-Hämmer statt Tamoxifen 10%, dann sind das halt 0,2 absolut. Ja, ist also ein Rechenbeispiel. Und deshalb finde ich, man muss, nicht jede Frau versteht das bis ins letzte Detail, aber man muss so ein bisschen auf den Zahn fühlen, ob man wirklich eine Tumorhortempfehlung, wo das natürlich immer am Ende drin steht, weil es die beste Therapie ist, dann bei jeder Frau auch so umsetzt. Und interessanterweise, Boris hat die AGO-Leitlinien formuliert. Die AGO-Leitlinien sind dort sehr klar formuliert und da ist nicht Aromatase-Hämmer für jeden, sondern das ist schon ein bisschen dezidiert, dass das ein bisschen auch vom Risiko abhängig ist. Und jetzt wieder zurück zu unserer Frau, die eine neoadjuvante Therapie bekam und eine PCR hat. Deren krankheitsfreies 5-Jahres-Überleben ist weit über 90%. Also wir wissen, PCR bei HER2-positiv ist hochprädiktiv für super gute Prognose. Und selbst bei Patienten mit riesigen Tumoren, die alle in diesen Studien mit drin waren, wenn die eine PCR haben, sehr, sehr gutes krankheitsfreies Überleben. Adjuvante Hormontherapie würde das dann nochmal um 2-3% verbessern. Und wenn man jetzt eine intensive Therapie gegenüber Tamoxifen macht, weit unter 1% absolut der Zugewinn. Das Ganze soll jetzt nicht gegen Aromatasehämmer sein, sondern einfach Fakten, wie sind die Zahlen. Falls Prognose ernster, natürlich ist der Benefit dann sofort viel, viel größer. Das ist jetzt ein Szenario mit einem T2-Tumor und 4 befallenen Lymphknoten, habe ich da einfach mal eingefüttert. Die ist jetzt nicht HER2-positiv, sondern sozusagen, weiß gar nicht mehr, G2 oder G3, was ich da eingegeben habe, ein Szenario, wo halt ungefähr 50% vom Rückfall bedroht sind und auch an dieser Krankheit sterben. Hier ist jetzt 15 Jahre eingegeben. Und dann haben wir 12% extra survivors due to hormone therapy. Ja, das ist natürlich jetzt ein Szenario, wo man schon ganz klar sagen muss, da rechnet sich dann auch die intensivere Hormontherapie und das entsprechend mit der Frau bespricht. Kurz zu den CDK4/6-Hämmern. Die sind ja auch jetzt seit einigen Jahren auf dem Markt. Also das erste Produkt war Palbociclib Ibrance, dann kam Ribociclib Kisqali und als drittes Abemaciclib Verzenius. Palbociclib und Ribociclib sind sehr, sehr ähnlich. Die machen an subjektiven Nebenwirkungen, finde ich, sehr wenig, aber halt starke Neutropenie, womit man ein bisschen umgehen muss. Neutropenisches Fieber extrem selten. Abemaciclib ist so, dass es etwas häufiger auch Diarrhö macht, was auch ein Thema ist, wo man dann sozusagen unter Umständen Dosisreduktion etc. machen muss. Die sind alle intensivst getestet in der palliativen Situation und zwar als Erstlinientherapie mit einem Aromatasehämmer plus minus CDK4/6-Hämmer, als prämenopausal natürlich plus GnRH
oder als First-Line-Therapie mit Fulvestrant. Das ist ein Antiöstrogen, was ein paar Interval gegeben wird, Fulvestrant plus WDK4-6-Hemmer. Oder als Zweitlinientherapie, wenn eine Erstlinientherapie mit einem Aromatasehemmer gelaufen war. Alles immer Endpunkte deutlich erreicht, höhere Ansprechrate, höhere Zeit bis zur Progression und auch Lebensqualität. Und das ist eine wichtige Botschaft, ja, weil das wird auch zu Recht gesagt, ja, mit dem Survival und so weiter, die Frauen leben ja sehr lange, krankheitsfreies Überleben, ganz weicher Endpunkt, was hat die Frau davon? Und das ist jetzt mal ein Beispiel, das ist die First-Line-Studie mit endokrine Therapie plus Ribociclib, endokrine Therapie plus Placebo, Zeit bis zur signifikanten Verschlechterung der Lebensqualität, gemessen natürlich mit diesen Ankreuzbögen. Und wir sehen, dass eben nicht nur das krankheitsfreie Überleben und das Gesamtüberleben, sondern dass eben eine erhebliche Verbesserung der Zeit ohne Verschlechterung der Lebensqualität. Und das korreliert natürlich wiederum stark mit dem progressionsfreien Überleben. Aber ist was anderes. Lebensqualität heißt sozusagen Kreuze auf Zetteln und das ist validiert und wird gleichgesetzt mit Lebensqualität. Dann noch die letzte Gruppe, Triple Negativ. Die war ja vorhin schon kurz angesprochen worden. Das ist eine Erkrankung, wo die Prognose wesentlich schlechter ist. Zum einen natürlich, weil die Chicken-Medikamente, die ich jetzt erzählt habe, keine Rolle spielen, sprich keine Hormontherapie, keine HER2-Medikamente. Bei denen muss man besonders doll nach Keimbahnmutation BRCA gucken, also auch wenn keine Familienanamnese vorliegt und egal wie das Alter ist. Eigentlich sollte man das bei allen machen. Aber hier sind auch Medikamente, die PARP-Hemmer im Einsatz, triple negativ. Es geistert so ein bisschen rum, dass da bestimmte Zytostatika besonders toll sein. Also letztlich muss man sagen, alle Zytostatika, die wir haben, haben auch eine gewisse Chance, bei triple negativen Brustkrebs zu helfen. Und natürlich sind Zytostatika Standard für diese Erkrankung. Die Immunonkologie ist bei dieser Brustkrebsentität ein Thema. Anders als bei dem sonstigen Brustkrebs, PARP-Hemmer, wenn Keimbahnmutation und auch wieder so ein Antibody-Drug-Conjugate. Chemotherapie, es muss nicht Platin sein. Die besten Daten gibt es für Napaclid plus Carboplatin, da ist Ansprechrate und krankheitsfreies Überleben am besten. Aber es gibt keine Studie, die irgendeine Chemotherapie gezeigt hat, dass das Überleben besser ist. Also eine Chemo gegen eine andere Chemotherapie. Also wenn man auch eine triple-negative Patientin hat und man behandelt mit der, dass sie keine Chemo mit Haarausfall will, kann man das machen und würde nicht jetzt einen Kunstfehler begehen, weil auch alle anderen Zytostatika haben auch eine realistische Chance zu helfen, auch Kombinationen aus zwei milderen und so weiter. Immunonkologie, falls PD-L1 positiv, das ist spannend, ganz wichtig. Es gibt zwei Studien, eine mit Atezolizumab und PD-L1-Antikörper und eine mit Pembrolizumab, Phase-3-Studien, die einen Effekt gezeigt haben. Die Atezolizumab-Studie wurde ausschließlich mit Nab-Paclitaxel gemacht, also Abraxane-Handelsname. Also, und da ist der Effekt, bei Pembrolizumab ist es genauso, nur in der Kohorte der Patienten, die PD-L1-positiv sind. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, es muss eigentlich auch mit diesem Antikörper gemacht werden, der da getestet wurde. Und hier ist es nicht PD-L1-positiv die Tumorzellen, also der Pathologe guckt sich unter dem Mikroskop nicht die Tumorzellen an, sondern die Immunzellen. Die Studie wurde so gemacht und deshalb heißt es auch, Immune Cells positiv größer, 1% der tumorinfiltrierten Lymphozyten müssen PD-L1 positiv sein. Dann war es die Gruppe, die von der Therapie profitiert und zwar auch relativ relevant, das ist das Gesamtüberleben. Also nicht krankheitsfreies Überleben, sondern Gesamtüberleben. Hazard Ratio 0,62 ist schon ein relevanter Fortschritt. Deshalb ist es auch Standard, dass man diese triple-negativen Patientinnen entsprechend testet. Atezolizumab ist zugelassen, Pembrolizumab, wo es auch Daten gibt, ist nicht zugelassen, deshalb wird man Atezolizumab machen. Pembrolizumab ist allerdings getestet, noch nicht zugelassen, aber tolle Ergebnisse in der neoadjuvanten Situation, also Patientin, triple-negatives Mammakarzinom, vor der Operation, frisch reingekommen, triple-negativ, wurde in dieser Studie getestet, eine sehr intensive Chemotherapie mit 12-mal wöchentlich Paclitaxel und Carboplatin.
gefolgt von 4 mal AC, Doxorubicin, Cyclophosphamid, dann auf Operation. Und das war entweder präoperativ plus Pembro oder, plus Pembrolizumab oder Placebo. Postoperativ gab es dann auch nochmal Pembrolizumab oder Placebo als Erhaltungstherapie. Natürlich kann man nicht sicher sagen, welchen Einfluss das hat. Faktum ist, die PCR-Rate ist deutlich höher und das krankheitsfreie Überleben, das ist jetzt nicht Gesamtüberleben, sondern das krankheitsfreie Überleben ist auch signifikant verbessert. Hier Hazard Ratio 0,63. Also für triple-negative Patientinnen auf jeden Fall eine Option. Und das ist ganz, ganz wichtig, ist nicht abhängig vom PD-L1-Status. Also das ist die Hazard-Ratio ist bei PD-L1 komplett negativen genauso gut wie bei den positiven. Also es gibt noch nicht mal eine Korrelation mit dem PD-L1-Status. Ist bei uns noch nicht zugelassen, USA zugelassen, aber würde man sicherlich auch mit Kuku kriegen, wenn man sich bemüht. Und jetzt als letzter Punkt nochmal so ein schickes neues Medikament, Antibody-Drug-Conjugate. Diesmal, wir haben ja kein HER2 auf unserem Tumor. Es gibt eine Sache, das heißt TROP2, Trophoblast Cell Surface Antigen 2, was auf fast allen Karzinomen vorkommt. Nicht immer ganz doll, aber auf fast allen Karzinomen kommt das vor. Und wenn es stark vorhanden ist, weiß man schon lange, ist die Prognose schlecht. Also so ein typischer prognostischer Marker, die ja letztlich relativ uninteressant sind, solange sie uns nicht sagen, mach dies oder das. Und im normalen Gewebe kommt es glücklicherweise nicht so viel vor. Und da hat man einen tollen Antibody-Drug-Conjugate gebastelt, einen Antikörper gegen dieses TROP2, das heißt Sacituzumab. Und das hat man wiederum beladen mit einem Camptothecin, Govitecan, was SN38. SN38 ist das, was aus Irinotecan entsteht, wenn es verstoffwechselt wird. Und so sieht es aus. Hier ist also unser Antikörper. Das ist jetzt kein HER2-Antikörper, sondern gegen TROP2. Und an denen sind diese Govitecan SN38-Moleküle dran gebastelt. Und auch hier wieder so Schema. Dockt an, weil das TROP2 da ist, dann wird es reingeholt in die Zelle, in solche Lysosomen und dort wird es dann von Enzymen abgemacht und dann kommt das SN38 und killt die Zelle. Und da gibt es dann auch noch so einen Bystander-Effekt, dass das dann vielleicht auch rausdiffundiert und eine andere Zelle kommt. Am Ende zählen ja klinische Daten. Im Übrigen keineswegs spezifisch für Triple-Negativ oder Mammakarzinom, sondern super Daten auch beim Blasenkarzinom, Lungenkarzinom, aber da überall noch nicht zugelassen. Die Zulassungsstudie hat Triple-Negative Mammakarzinom-Patientinnen, die schon mindestens 2 Vorbehandlungen mit Chemotherapie hatten, randomisiert in Physician's Choice. Das heißt, der Arzt hat gesagt, ich gebe der Frau entweder Eribulin oder Vinorelbin oder Capecitabin oder Gemcitabin. 4 Sachen durften die machen, je nachdem, was die Vorbehandlung war und wie ihre Laune war. Über 50% haben Eribulin bekommen. Oder halt unser Sacituzumab Govitecan. 70% waren Zweitlinie, 30% noch, hatten Drittlinie, also 2 Vortherapien, die anderen 30% noch viel mehr. Alle hatten Taxan, fast alle Anthracyclin, ganz viele Platin, auch PARP, HEMA, PD-1-Antikörper, also stark vorbehandelte Patientinnen. Und das ist das Gesamtüberleben, also sehr, sehr spektakulärer Fortschritt. Man muss sagen, die Chemotherapien sind natürlich nicht mega stark, das ist eine Monotherapie und die Ansprechrate in der Chemotherapie war in der Größenordnung von 5-6%. Die Ansprechrate mit dem Antibody-Drug-Conjugate 35%, also viel, viel höher. Und, aber was halt relevant ist, wirklich eine sehr, sehr spektakuläre Verbesserung des Gesamtüberlebens, hier Hazard-Ratio unter 0,5. Und das ist natürlich eine tolle Sache, ist in der Schweiz zugelassen seit 10. September. Wie wir gestern erfahren haben, gibt es, soweit der Firma bekannt, bisher seit der Zulassung 35 Behandlungen in der Schweiz und davon haben wir in 3 wieder behandelt, also 2 in Zürich und eine in Winterthur. Und unsere erste Patientin, muss man sagen, hat sehr starke Nebenwirkungen gehabt. Das ist keineswegs nebenwirkungsfrei, das Zeug, aber sie hatte halt auch ein tolles Ergebnis. Sie hatte eine Hirnmetastase. Nicht relevante kleine Hirnmetastase und als sie dann stationär war wegen Übelkeit, also war so dolle Übelkeit, dass sie aufgenommen wurde, wurde dort ein MRI gemacht nach einem Zyklus und die Hirnmetastase war weg. Gut, das von meiner Seite. Vielen Dank.
Und falls es Fragen gibt. Ja, vielen kleinen Zwischenbildchen, meine neue Klammer. Alles nicht aus Werbeprospekten von Glarus, sondern selber bei Geschossgassen gehen. Ja. Ja, vielen Dank, Albrecht, für die umfassende Darstellung von dem, was sich da im Moment in der internistischen Onkologie tut. Was ich auch sehr gut fand, vielen Dank dir auch dafür nochmal sozusagen die statistischen Grundlagen, die ja für unsere Beratung der Patienten von essentieller Bedeutung sind, im Rahmen einer Shared Decision Making nochmal darzustellen. Denn das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich im Gespräch, um nachher wirklich zu einer gemeinsamen und vernünftigen und abgestimmten Therapieentscheidung kommen zu können. Jetzt sind wir zeitlich schon leider noch sehr weit fortgeschritten. Wir würden fast jetzt schon in die Kaffeepause gehen wollen, aber wir wollen jetzt doch vorher gerne noch, Markus, deinen Vortrag hören über Brustwandrezidive, Radiotherapie und Hyperthermie. Und ich denke, die Referenten der ersten beiden Vorträge stehen natürlich in der Kaffeepause auch für Diskussionen und Fragen auf jeden Fall zur Verfügung.